Du hast deine Idee gefunden. Ich gratuliere dir. Das ist was ganz, ganz Tolles, denn jetzt hast du dein Ziel vor Augen. Und jetzt geht es darum, deine Idee zu realisieren. Und jetzt fragst du dich, ich muss bestimmt einen bestimmten Kurs belegen, mich schulen lassen, Experte dafür werden. Gibt es vielleicht dafür eine Ausbildung oder ein Studium? Und man verkompliziert das Ganze. Und in dem Augenblick, wo man den Weg verkompliziert, verliert man vielleicht den Blick für seine Idee. Und ich sage dir einfach, mach einfach. Begib dich auf deinen Weg. Wenn du deine Idee hast, dann fang an, darüber zu reden, sie zu kommunizieren und fang einfach an, sie zu realisieren. Denn Schritt für Schritt wirst du merken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und nach wie vor, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine Instinkte. Unsere Instinkte wissen ganz genau, was richtig und was falsch ist. Und wenn du auf dich selbst hörst und wenn du dir selbst vertraust, dann wirst du automatisch dich auf den richtigen Weg begeben. Und du kannst nichts falsch machen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du mit irgendetwas scheiterst. Es gibt kein Scheitern. Im Unternehmertum, im Selbstständigkeitssein gibt es Scheitern nicht. Du bist dein eigener Chef, du bist dein eigener Boss, du entscheidest über alles und all das, was du tust, ist ein Teil von deiner Entwicklung. Jede Entscheidung ist ein Teil von dir. Jede Entscheidung ist ein Schritt nach vorne und vermeintlich ein Scheitern gibt es nicht, denn das ist nur eine weitere Erfahrung, die dir zeigt, was richtig ist und was falsch ist, beziehungsweise was funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert. Also mach dir auch darüber Notizen. Wenn du jetzt dein Ziel kennst, dann fang an, Schritt für Schritt dich deinem Ziel zu nähern, indem du einfach machst. Tu es, weil es gibt nichts Besseres, als einfach zu machen. Und wenn du dich schon auf dem Weg begeben hast, dann wirst du dein Ziel erreichen. Ganz sicher sogar. Du musst dich auch nicht stressen. Es gibt keinen Zeitplan. Es gibt niemanden, der gesagt hat, du musst aber jetzt erfolgreich werden in 2 Jahren oder du musst erfolgreich werden in 4 Jahren oder wenn du nicht in 6 Jahren das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, dann bist du gescheitert. Das ist Quatsch. Und selbst wenn du in 10 Jahren dein Ziel erreichst, das Wichtigste ist, du hast es erreicht und die ganze Zeit hast du dich auf diesem Weg begeben, warst mutig, hast deine eigenen Entscheidungen getroffen, hast dein eigenes Leben geformt und das ist das, worum es geht. Also sei nicht ängstlich, denn du kannst am Ende nichts falsch machen. Das Einzige, was falsch wäre, ist, sich gar nicht auf den Weg zu machen. Also sei aktiv und werde dein eigener Experte, indem du deine eigenen Erfahrungen machst.